So, willkommen zu meinen Fortnite-Karten. Ich habe am Samstag angefangen, mir mal ein paar Packs zu kaufen und Booster. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was ich bis jetzt so habe. Ich habe dann noch hier, habe ich noch 1, 2, 3, 4 Stück, weil ich mir heute das Sammelalbum gekauft habe, beziehungsweise ein zweites Sammelalbum, weil ich die anders einpacken will. Und da reicht leider ein Sammelalbum nicht. Deshalb, ich will halt schon sehen, wo ist welche Nummer, weil ich halt auch einen Teil am Verkaufen bin, die doppelten zum Beispiel, und dann muss ich halt schnell gucken, welche Nummer ist das, und weil ihr wisst ja selber. Also immer nur die Bilder sehen, das reicht halt in dem Album selbst nicht. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an, und wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, was ich hier mache, einfach mal gerne ein Like da lassen, ein Kommentar wäre nicht schlecht, was ihr so gezogen habt. Und wie gesagt, ein Abo ist natürlich immer das Nonplusultra. Aber ihr seht hier unten den Code, wenn ihr die 10 Euro gewinnen wollt. Einfach mal unten in der Videobeschreibung gucken, da ist das Gewinnspiel genau erklärt. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, weil es sind schon ein paar Karten. Ich kann es euch mal kurz zeigen, was für ein Batzen das ist. Also da ist keine einzige doppelt. Und ich habe, wie gesagt, am Samstag angefangen. Also vor 4 Tagen. Fragt besser nicht, was ich bezahlt habe. Da schweigen wir lieber drum. So, dann haben wir hier einmal die Nummer 1. So, das ist einfach nur ein Ladebildschirm, nichts Besonderes. Dann habe ich noch die Nummer 5, auch ein Ladebildschirm, einfach nur Rampe am Bauen. Dann habe ich die Nummer 6, warte, ich muss noch, ja, hier brauche ich ein bisschen Übung, was die Kamera betrifft, aber das werden wir schon hinkriegen. Da haben wir wieder den nächsten Ladebildschirm. Klar, am Anfang kommen jetzt die ganzen Ladebildschirme, aber ihr wisst ja selber, ab 150 fangen die Skins dann nochmal an, die interessant werden. So, hier habe ich die Nummer 12. Auch ein Ladebildschirm, Autofokus, mal hin. Dann haben wir hier die Nummer 14. Ebenfalls Ladebildschirm. Dann haben wir die Nummer 15. Ladebildschirm. Ach, da gab es noch die schönen Würfel. So, dann haben wir die Nummer 16 mit der kleinen Baywatch. Punkt, Punkt, Punkt. So, auch ein Ladebildschirm. Ich versuche halt immer schon, dass ihr diesen Autofokus macht, damit ihr die Karte auch seht. Ein Ladebildschirm. Eine Fight-Situation. Dann haben wir die Nummer 19. Das sieht mir schwer nach Gruppenkeil aus oder so. So, dann haben wir die Nummer 22. Die berühmte Sniper-Variante. Man sieht zwei und traut sich doch nicht zu schießen. So, dann haben wir die Nummer 23. Ach, die guten alten Luftballons. Aber mit denen hatte ich nichts zu tun. Luftballons, die haben mir irgendwie gar nichts gegeben. Ich habe sie nie mitgeholt. Dann haben wir die Nummer 24. Immer noch Ladebildschirm. Ja, Ladebildschirme sind am Anfang ziemlich oft noch. So, dann haben wir die Nummer 25. Ach, da gab es schon die Spitzhacke. So, dann haben wir hier die Nummer 26. Der klassische 30-Hit. So, dann haben wir die Nummer 27. Ja, das war noch Gruppenkeile mit der Ballerei da. Ach, das hat mein Sohn, da hat mein Sohn angefangen, Fortnite zu spielen. Mein kleiner Sohn. So, hier haben wir die Nummer 29. Das war das, was ich nie haben werde. High Ground. So, dann haben wir die Nummer 33. Die berühmte Kiste, die ich früher nie gesehen habe in der Hundehütte. Dann haben wir die Nummer 34. Ja, das ist so eine typische Spielersituation von mir. Gegner steht auf dem Dach. Ich versuche ihn wegzuholen. Am Ende doch tot. Dann haben wir die Nummer 36. Ach Gott, die Waffe. Die habe ich ja auch gehasst. So, da haben wir die Nummer 37. Ja, so sieht es klassisch bei mir aus. Nur Schaden, 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 Schaden. Aber nicht am Aushellen, sondern am Kassieren. Dann haben wir die Nummer 38. Ja, das sieht dann auch schon nach typischem Custom-Modus aus. Dann haben wir die Nummer 39 mit dem Upper Red hinten drauf. Da sind die allzu beliebten Flugzeuge. Kappa. Dann haben wir die Nummer 40. Auch die klassische Situation, einfach nur schießt. Also ganz ehrlich, die Ladebildschirme sind echt, weiß ich nicht. Aber was hätte Fortnite sonst machen müssen?
Die hätten ja nicht nur Skins da reinhauen können. So, da sind wir schon bei der Nummer 46. Ja, schöner Headshot, glaube ich. Nummer 47. Ja, das sieht schwer nach. Nee, ist kein Teammodus. Dann sind wir bei der Nummer 49. Ja, das ist auch typisch. Das hätte auch eine Aufnahme von mir sein können. Direkt mal einen dicken Hit kassiert. Alles rot auf dem Bildschirm. So, dann haben wir die Nummer 50. Die gute alte Scar, mit der man gerne Leute aus der Luft holen kann, weil sie so schön ruhig ist. Dann haben wir die Nummer 52. Ja, so sieht das aus, wenn die Gegner auf mich schießen wollen. Und dann haben wir die Nummer 53. Ach, die guten alten Türme. So, dann haben wir Nummer 56. Weil wegen den Türmen. Wer baut heute noch wirklich einen Turm? Eigentlich kaum einer. Das sieht immer nur noch aus nach einem wilden Durcheinander. So, Entschuldigung, da hatten wir die Nummer 57. Dann haben wir hier die Nummer 59. Aber den Burgerkopf haben sie echt oft genommen. So, hier haben wir die Nummer 60. Aber wegen dem Burgerkopf. Kennt ihr noch Tomato Town? Da habe ich, glaube ich, angefangen mit Fortnite. Tomato Town. Da, so, jetzt haben wir die Nummer 61. Ach, der schöne Rift. Dann haben wir die Nummer 62. Das Bild sieht wieder geil aus. Also der Ladebildschirm hat irgendwie was. Schön am Ansnipern, die Zunge hängt raus. So, dann sind wir bei der Nummer 64. Ach, das war das mit der Wand, die dann irgendwann runtergeht. Dann haben wir die Nummer 65. Also ich muss sagen, ich habe mir die Ladebildschirme auch nicht wirklich angeguckt. Dann haben wir die Nummer 66. Ja, ich sage ja, ab 150 geht's los. Dann haben wir die 68. Aber Ladebildschirme, wenn ihr auch die Karten gekauft habt, dann wisst ihr, Ladebildschirme sind Standard. So, schön am Fliegen. Aber die Skins werden kommen. Dann haben wir die Nummer 70. Ja, so kriegt man den Ballon auch runter. Nicht, wenn man auf die Vorräte selbst schießt. Dann haben wir die Nummer 71. Ja, so stehe ich auch oft da und wundere mich, warum ich nichts treffe. So, dann haben wir die Nummer 73. Ah, gute alte Tilted. Man erkennt es doch direkt. Dann haben wir die Nummer 74. Ja, so sieht mein Skill aus. Erstmal 5 Meter neben den Gegnern, sich wundern, warum man nicht trifft. Dann haben wir die Nummer 75. Klassische Kampfsituation, kurz vorm Tod. Dann haben wir die Nummer 76. Das sieht aus, als würden sich zwei alte Kumpel treffen. Dann haben wir die Nummer 79. Ah, schön Holz am Farm. Dann haben wir die Nummer 80. Ja, das war, glaube ich, auch noch die Burgerzeit da, wo man den Burger abschießen musste vom Gegnerteam. Dann haben wir die Nummer 81. Die habe ich, glaube ich, am meisten gezogen. Ich glaube, die habe ich sogar dreimal doppelt oder so. Dann haben wir die Nummer 83. Ja, wieder die Flugzeuge. Dann haben wir die Nummer 85. Wieder enttiltet. Also, ich weiß nicht, groß was einfallen lassen haben sie sich auch nicht. Nummer 86. Ja, er rennt um sein Leben. Man kennt's. Dann haben wir die Nummer 87. Ach, da war auch die Wand noch am Stehen. Dann haben wir die Nummer 89. Ach, mein liebstes Fortbewegungsmittel, auch wenn das Ding scheißlaut ist. Dann haben wir die Nummer 90. Ach, da gab es auch die Würfel noch. Dann haben wir die Nummer 91. Aber ich habe das Gefühl, dass irgendwie fast alles Custom aufgenommen ist oder ein Gruppenkeile. Dann haben wir die Nummer 92. Wieder ein Flugzeug. Dann haben wir die Nummer 94. Ja, das ist, wenn man dann denkt, man hat getroffen und trifft doch nicht. So, dann haben wir die Nummer 96. Ist nur eine Checkliste. Dann haben wir die Nummer 98. Die nächste Checkliste. Dann haben wir die Nummer 100. Auch eine Checkliste. So, jetzt kommen wir schon zu den Waffen. Da habe ich hier die 101 bei der Burst Assault Rifle.
die es ja leider nicht mehr gibt. Dann haben sie sie mal wieder eingebaut, jetzt haben sie sie wieder rausgeholt. Dann haben wir die 102, was früher mal wirklich meine Lieblingswaffe war. Also wenn ich die gesehen habe, direkt mitnehmen. Dann haben wir die Hunting Rifle. So, jetzt kommen wir zu den MPs. Submachine Gun. Autofokus macht schön seine Arbeit. Dann die Pistol. Manchmal ist man froh, wenn man auch eine Pistol findet. Besser als gar nichts. So, dann haben wir die 106, die ganz normale Shotgun. Dann haben wir die 107, meine persönliche Lieblingswaffe, die Tactical. Dann haben wir die 109, der Six-Shooter. Ich glaube, das ist. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon vorher hatten. So, dann haben wir die 110, Clincher, auch Haftgranate genannt. So, dann haben wir die Spitzhacke, die 111, die Excordion. Nicht wundern, das sind halt immer die englischen Namen drauf. Dann haben wir die 112, Drumbeat. Ich glaube, die habe ich noch nie gesehen, die Spitzhacke, ganz ehrlich. Dann haben wir die 113. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, ich glaube, das war die Samurai-Zeit da. Bin mir aber nicht mehr sicher. Dann haben wir die 114. Ganz ehrlich, zu der Spitzhacke kann ich irgendwie überhaupt nichts sagen. Sieht so ein bisschen nach Tech aus. Dann haben wir die 115. Da haben wir eine Laterne. Beziehungsweise eine ganz normale Lampe. Dann haben wir die 116. Den Lead Swinger. Ich habe die Spitzhacke. Oh, so. Ich sehe es gerade schon. Die ersten Skins kommen. Da haben wir die 117. Der Armadillo. Armadillo. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier machen muss. So. Und nicht wundern, die Kamera ist auf meinem Bildschirm, also nicht auf meinem Kopf, wie so ein Helm. Dann ja, muss ich es ein bisschen anders machen. Dann haben wir die 118. Das ist der Hazard. Wie gesagt, wenn eine Hohle dabei ist, ich werde es dabei sagen. Dann haben wir die 120 Bullseye. Die Nummer 121 Bunny Moon. Man könnte auch ein bisschen versauter denken, aber wir schweigen. Dann haben wir die 122 Prickly Patroller. Die Kaktusdame. Dann 123 der Crimson Scout. Ich finde den Skin, der hat irgendwie was. Dann haben wir die 124 Red Nose Stranger. Ich weiß nicht, diese Red Nose Kacke, die hat mir da überhaupt nicht gefallen. Dann haben wir die 125 Dominator. So, da geht es schon weiter mit dem 126 der Garrison. Dann haben wir die 128 Highways Assault Trooper. Dann 129 Sunflower. Sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Fortnite-Skin. Kamera, willst du nicht richtig fokussieren? Ja, die Sache, es sieht nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Dann haben wir die 130 Light Show. Die 131 Night Light. Die gute alte Disco-Zeit. Dann haben wir die 132 Energy. Ups. So, ich mache das mal hier gerade auf die Seite, damit wir nicht so rüberrutschen. Dann haben wir die 134 Tinsel Tooth. Mein Englisch ist very well. Dann haben wir den ersten Gleiter mit 135 Dark Glyph. Dann der nächste Gleiter 136 Snow Squall. Ich tue es mal. Ja, ganz kurz so. Dann haben wir schon die 137 Scarlet Defender. So, jetzt muss ich wieder drehen. Eieieiei. Ist ja mit der Arbeit verbunden. So, dann haben wir die 138 Scorpion. Das habe ich gerade echt gedacht, das wäre eine Holo. Aber es war nur das Licht. Dann haben wir die Drum Gun mit der 139. Kommt direkt nächster Skin, deshalb drehe ich den Stapel jetzt nicht. Dann haben wir die 140 Sergeant Queen Clover.
Dann die 141 Star Stangled Ranger. Dann kommt mit der 142 Star Spangled Trooper. Dann 144, das gute alte Medikit. Dann kommt schon wieder eine Spitzhacke mit 145, die Angular X. Dann die 146 Exercise. Die 147 Petty Wacker. Ich sag nur Tomato Town. So, dann kommt der nächste Skin. 148 Whiplash. Der Skin hat irgendwie was, weiß ich nicht. Aber ich bin ja Mann. Dann die 149 Whistle Warrior. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Warrior. So, dann wieder ein Weihnachtsskin. Die 150 Yuletide Ranger. So, und jetzt kommen wir langsam in den seltenen Bereich. Jetzt haben wir die 151 Absolute Zero. Dann haben wir die 152 Bandolet. Ja, die hat auch was. Typisch Amazonin. 153 Airherd. Dann haben wir 156, leider nicht der schwarze Ritter, sondern Blue Squirrel. Dann 158 Guiding Claw. Die Spitzhacke hat was. 159 Brilliant Striker. Dann die 160 Spread Bomber. Ach, den Skin mag ich irgendwie. 162 Chromium. Dann haben wir 163 Super. Weiß ich ja gerade nicht, wie man so wirklich ausspricht. Dann haben wir 165 Codename 11, den irgendwie viele mögen, also gemocht haben damals. Dann haben wir die 167 Dazzle. Da haben wir jetzt die weibliche, der männliche Metallmann. 169 Decast oder Diecast. Dann haben wir die 171 First Strike Specialist. Dann die 173 Hyperon. Der Skin hat auch was. Dann die 175 Inside. So, jetzt was für die Basketballer. 176 Jump Shot. Dann haben wir die 180 Maximilian. Weil er heißt wirklich so. Dann kommt die 181 Mayhem. Da muss ich immer direkt an Wrestling denken. Dann haben wir die 182 Midnight Ops. Dann haben wir 183 Monica. Aber ich weiß nicht, wenn ich den sehe, nicht wenn ich ihn sehe, wenn ich es lese, denke ich immer Monika direkt. Weil Monica, wer nennt sich Monica? So, dann haben wir die 184 Munitions-Major. Den habe ich glaube schon bei vielen als Holo gesehen. Dann die 185 Radiant Striker. Der wird oft angefragt, weil ich habe den glaube ich auch doppelt. Dann 187 Fishstick. Ich hasse diesen Skin. 189 Red-Nosed Rider. So, dann kommt einer meiner Favoriten. Nvidia sage ich nur. So, die 190 Reflex. Ah, der Skin, wenn ich nur die Karte sehe. Vom Aussehen würde ich fast behaupten, es ist die schönste Karte. 195 Sash Sergeant. So, dann geht's langsam los. 196 School Ranger. Dann die 198 Sunbird. Die 199, der gute alte Sushi Master. So, jetzt kommt meine erste Holo. Die 210 Fable. Also wie gesagt, die Karte habe ich in Holo. Ich weiß nicht, ob man sie so. Ja, doch, so sieht man es. Also Holo, eigentlich kann man es nicht übersehen. Ich weiß nicht, steht es nur auf der Karte? Nein, auf der Karte selbst steht es nicht. Aber Holo. So, dann kommt die Karte, wo mich jeder inzwischen nervt. Kannst du die nicht verkaufen? Wie gesagt, ich habe sie gesehen. Für 19,50 € ging sie auf eBay weg. Also mit Bieten. 214 Ghoul Trooper.
Jetzt muss ich das nur gerade hier mal so machen. So, dann haben wir die 218, der Heyman, gute alte Vogelscheuche. Dann haben wir die 221 Hollow Heat. Die sieht eigentlich, die hätte ich auch gerne als Holo. So, 215 der Giddyup. Dann 227 Redline, den Skin haben wir gefühlt in jeder Lobby Session. Dann die 250 Robic Accession. So, jetzt kommt der beste Skin ever. Ja, ihr habt schon gesehen, ich habe es gerade gesehen. Die 251 Battlehound. Den Skin habe ich auch noch auf meinem ersten Account. Also den, ich musste mir kaufen tatsächlich. Und wie ihr seht, ist auch Legendary. Hier unten seht ihr das an dem orangenen, an dem gelben. Dann haben wir noch eine Legendary und das ist die 282 der Raptor. So, das waren jetzt alle Karten, die ich habe. Dann haben wir noch die 5 Packs. Und ich habe die Karten jetzt deshalb alle einzeln da liegen, weil ich hatte die schon in der Mappe drin und habe die halt jetzt alle da rausgeholt und sortiert. Also sortiert waren sie eh schon, aber ich wollte jetzt nicht vor euch die alle einheften, weil das hätte sich noch länger herausgezogen. Ich meine, das Video geht jetzt schon 21 Minuten. Ich meine, wer meine Videos guckt, weiß, 20, 40 Minuten Standard. So, jetzt machen wir halt hier die 4 Packs auf, gucken, ob es nicht zu stark spiegelt. So, die Karten tue ich mir gerade hier auf Seite. Nicht, dass es heißt, es ist irgendwie fake oder so. Karte gekauft für 10 Euro. Der Mann ist 32, der kann sich das locker leisten. Oh, ich weiß schon, was wir haben. Seht ihr es schon? Sehr schön. Sehr schön. Schöne Legendary. Also meine Frau hat schon gut eingekauft. Aber wir gucken mal vorne. So. Ach, das sind schon doppelt, ich sehe schon. Gucken wir das mal gerade hier auf Seite. Das ist einmal die 116, der Lead Swinger. Aber den haben wir schon, definitiv. Dann haben wir die 130, Lycho, haben wir auch, definitiv. Dann haben wir die 90. Boah, da bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir die haben. Dann kommt die Nummer 5. Die haben wir, glaube ich, definitiv, ja. So, dann haben wir die 183 Zipper. Ich glaube, die haben wir nicht. Ja, und die ist natürlich genial, die Karte. Also da hat sich das jetzt schon gelohnt. Wie gesagt, die Packs sind aus dem Heft. Also wenn ihr euch die Mappe kauft, wie gesagt, guckt nach. Es gibt halt diese Startersätze. Da ist das Heft mit den 4 Packs dabei. Also es lohnt sich auf jeden Fall mehr als bei Amazon hinzugehen und da, wie heißt es, sag schon, das Heft solo einzeln zu kaufen, weil da kostet es 10 Euro. Und ich glaube, hierfür haben wir jetzt auch 10 Euro bezahlt, aber du hast noch Packs im Wert von 8 Euro. Also eigentlich das Beste, was geht. So, mal direkt das nächste Pack auf. Schwitzige Hände, weil. Schön. Also bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. So, dann haben wir einmal die 238 Stage Slayer. Ja, man sieht nicht vorher, ob es Holo ist. Ja, ihn haben wir schon. 156 Blue Squire. Dann haben wir wieder ein Ladebildschirm, die Nummer 4. Den habe ich definitiv nicht. Das weiß ich, weil den kann ich mich nicht erinnern. Dann haben wir die 70. Ja, da habe ich ja gesagt, man soll nicht auf die Vorräte schießen. Dann haben wir die 121 Bunny Moon. Haben wir auch definitiv. Und dann haben wir die 134 Tinseltools. Doch, die haben wir auch. Weil hier die Karte ist echt, die ist schon jetzt alles wert. Nachher mal gucken, was sie wert ist. Oder schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was die zurzeit wert ist. Ich meine, ich gucke selber eh nach. Den haben wir, glaube ich, da doch, den haben wir. Dann haben wir hier First Strike Specialist 171. Ne, ich glaube, den habe ich nicht. Ja, es gibt so viele in der Richtung. Dann haben wir die Nummer 33. Die haben wir definitiv, die berühmte Kiste in der Hundehütte.
Dann haben wir Checkliste Nummer 100. Dann haben wir die 62. Ladebildschirm habe ich definitiv auch, weiß ich nämlich noch, was ich zu gesagt habe. Die raushängende Zunge. Dann haben wir die 106, die normale Shotgun, auch als normale Karte. Und dann haben wir die 126, der Garrison, auch als normale Karte. So, da sind wir schon beim letzten Pack jetzt. Gucken, ob wir da noch was drin haben. Ah, ich hab's schon gesehen. Gucken, ob wir die so rauskriegen. Nein, ich will sie aber auch nicht zerkratzen. Beziehungsweise die Ecken oder so abbrechen. Aber 185 kann man immer mitnehmen. Radiant Striker. So, dann haben wir die 60. Den Ladebildschirm haben wir auch. Dann haben wir die Nummer 31. Ne, den haben wir definitiv nicht, weil das wüsste ich, weil den Hängegleiter wollte ich damals nämlich unbedingt haben. Dann haben wir die Nummer 8. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Dann haben wir die 142 Stars Angel Trooper. Ich glaube, den haben wir auch nicht, weil ich konnten eben vom Aussprechen her, weiß ich nicht. Dann die 135 Dark Klüv. Man merkt, ich rede schon wieder zu lange, weil mein Mund ist trocken. So, aber im Großen und Ganzen hat sich eigentlich das gelohnt, würde ich jetzt behaupten. Ist eine Legendary dabei. So, jetzt guck ich mal gerade, was hier das Beste war aus vier Packs. Also vier Packs ist ja eigentlich nichts. Wir haben hier einmal die 130, 163, ja, 238. Also der könnte auch was wert sein. 156, 171. Also ich finde die Ausbeute eigentlich wirklich ganz okay. Also, was haben wir jetzt gekriegt? Aus, wie viel waren es? Vier Stück. Vier Packs. 8 Euro. Haben wir bekommen. Einmal die 130. Einmal die 156. Dann haben wir bekommen die 163. Dann 163, 171. Alles noch selten. Dann die 185, auch noch selten. So, dann als Epic-Karte haben wir ihn. Ja, und Nonplusultra ist natürlich Legendary. Was will man da noch sagen? So, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr wisst jetzt also genau, was ich habe. Nein, wisst ihr nicht. Denn es fehlen noch die Holos. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon irgendwelche Holos in den Packs gehabt, die eingeschweißten. Habe ich ja ganz vergessen. So, wie gesagt, das waren halt jetzt die Packs, die ich gezogen habe, die vier Stück. Kann man sich eigentlich jetzt wirklich nicht beschweren. Aber die Holos. Ich hoffe, das Licht macht es mit. Haben wir einmal die. Das ist die 226 Plug. Warte, kriegt das rangezoomt? Ihr seht, Holo ist zu erkennen. So, dann haben wir noch die 241 Sunstrider. Meine Baywatch Lady. Man sieht aber Holo klar und deutlich, aber klar ist ja auch eine Folie, von daher. So, dann haben wir noch zwei Halloween-Menschen. Einmal die 229, die gute Rosa. Sieht man auch, da sieht man Holo. So, dann kommt die letzte Karte, der Ghoul Trooper mit 235, auch als Holo. Ich glaube, das war sogar die erste Karte, die ich in der Hand hatte von Fortnite. So, seht ihr? Ja, ja, dann würde ich sagen, halbe Stunde jetzt rum. Das erste kleine Pack-Opening hat sich gelohnt. Ihr wisst, was ich an Karten habe. Wie gesagt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Auch meine jetzigen Abonnenten, die schon Abonnenten sind. Schreibt mal, ob ihr überhaupt was mit den Karten zu tun habt oder ob ihr ganz die Finger davon weglässt. In dem Sinne, halt, ich muss nur ein bisschen Eigenwerbung machen. Gerne ein Like da lassen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, wenn auch kein Abonnent ist. Wie gesagt, ich mache eigentlich, ich denke mal, der Kanal wird ein reiner YouTube-Kanal. Ist jetzt einen Monat und ich merke schon, ich habe eigentlich gar keine Zeit für irgendwas anderes. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.